Wenn wir ein Element messen wollen, brauchen wir nicht nur die Lage, sondern müssen auch schauen, ob zum Beispiel Interferenzen vorhanden sind oder sonst irgendwas. Und deshalb ist die spektrale Auflösung von WDS bzw. EDS sehr wichtig. Und das wollen wir uns am besten mal an ein paar Diagrammen angucken. Deshalb gehen wir zu Google, da gibt es jede Menge Diagramme in die Richtung. Klicken da mal drauf und sehen das hier auch schon sofort. Zum Beispiel sieht das hier ganz instruktiv aus. Und hier sehen wir jetzt, dass das hier ist das EDS-Spektrum, das rote, und hier unten, das grüne, ist das WDS-Spektrum. Und was haben wir auf den Achsen? Also hier ist die Energie aufgetragen. Das sind also Energie oder Wellenlängen, ist das gleiche oder dieser L-Value in Millimeter bei den J-Oll-Sonden. Auf der Y-Achse sind die Counts aufgetragen. Und wir erkennen hier, vielleicht kann ich es auch mal groß machen, das war hier schon besser. Ich kann höchstens das in der Form wahrscheinlich groß machen, ist nicht sehr viel größer. Aber die anderen lenken nicht so viel ab. Was wir sehen ist, erstens mal, dass das EDS sehr breite Peaks macht. Und das ist einer der großen Nachteile, überhaupt der große Nachteil bei EDS, dass die spektrale Auflösung wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also hier wäre es ja eine spektrale Auflösung von 1,68 bis 1,88, also eine spektrale Auflösung von 200 Elektronenvolt. Während wir hier bei WDS eine spektrale Auflösung haben, wir haben jetzt mal diesen kleinen Nebenpeak, das ist vielleicht ein Satellitenpeak, den wir gerade weglassen, haben wir eine spektrale Auflösung hier von, ja, liegt mir irgendwo im 10er, 20er Elektronenvolt-Bereich. Und ich nehme mal random hier noch andere Beispiele, was man hier wiederum sieht. Da ist das Blaue vermutlich wieder EDS, hier unten ist wieder WDS. Hier kann man auch sehen, das ist 0,4, 0,5, also 100 Elektronenvolt zwischen, das hier ist wohl Stickstoff und Titan. Die kann man sehr gut auflösen in WDS, in EDS kann man die überhaupt nicht auflösen. Das gleiche gilt. Machen wir vielleicht noch ein schönes Beispiel. Hier hatten wir der EDS, darunter hat man dann irgendwelche Molybdenlinien, kein besonders schön aufgelöstes Bild. Also hier ist Schwefel, da ist Molybden und man kann sehen, man kann, wenn man hier Schwefel misst, und angenommen, da ist auch noch Molybden dabei, dann hat man ein sehr großes Problem, weil die Molybden- und Schwefellinie hier absolut überlagern. Also die kann man überhaupt nicht auflösen. Wohingegen im WDS, da kann man die noch auflösen. Da muss man vielleicht eine Interferenzkorrektur und sowas machen, aber sie lassen sich voneinander auflösen. Also weil im EDS hat man immer so im 100er Elektronenbereich, Elektronenvoltbereich die Auflösung und bei WDS hat man die im vielleicht 10er Elektronenvoltbereich die Auflösung. Tatsächlich wäre es auch möglich, dass man die Auflösung so macht, dass man nur wirklich einen einzelnen Peak hat bei WDS, der im Grunde genommen bei keinerlei Breite hat. Bloß das Problem ist dann, dass wenn der Kristall ein bisschen die Position nicht 100% trifft, hat man keine Linie mehr. Deshalb, man braucht auch eine gewisse Breite, um überhaupt sicher zu gehen, dass man messen kann. Denn wenn man wirklich bei exakt einem Elektronenvolt ist und der Kristall fährt ganz klein bisschen daneben, sieht man keine Linie mehr, was natürlich fatal wäre. Deshalb, eine gewisse Breite ist nötig. Und WDS hat den Riesenvorteil, dass wir eine deutlich bessere spektrale Auflösung haben und Linien trennen können im Vergleich zu EDS.